Wunderschönen guten Tag, Leute. Für uns ging es heute 250 Kilometer mit dem Bus weiter. Hat 7 ganze Stunden gedauert und dann noch mal eine Stunde mit dem Boot. Es war einfach so geil, die Fahrt, so wunderschöne Landschaften. Und jetzt sind wir endlich im Paradies angekommen. Schaut mal, hier ist unser Bungalow. Das ganze Ding gehört uns, die Area hier auch. Und ist einfach mitten im Nichts. Wir sind hier mitten im Dschungel. Zieht euch das mal rein hier. Das ist unser Haus. Unsere Hütte. Hier kann man auch ins Wasser. Und wow. So nice. Wow, uns gefällt es hier so gut. Es ist echt mitten im Nichts. Wir sind mitten im Dschungel. Man muss hier mit dem Boot hinfahren. Hier gibt es keine Straßen, gar nichts. Und ja, ich zeige euch jetzt einfach mal ein paar Ausschnitte von der Bootsfahrt. Die war nämlich mega, mega, mega wunderschön. So schaut unsere Hütte von drinnen aus. Ah, sieht man nicht. Leicht Licht zu. Wow. Ey, wir sind so begeistert hier. Schaut euch das mal an. So wunderschön hier und mitten im Nichts. Hier sind wir übrigens gekommen, hier von da hinten mit dem Boot. Und es ist einfach so wunderschön. Es ist einfach mitten im Nichts. Wow. Ist ein schöner Geburtstag, Jessie. Ist nämlich Jessie ihr Geburtstag. Wow, Leute, die mich kennen, die wissen, was ich über alles liebe. Und schaut euch das mal an, was hier gibt. Eine private Sauna. Wie krass ist das denn? So eine kleine Sauna. Und wenn man hier rauskommt, kann man direkt ins Wasser. Alter, ich bin so begeistert. Man kann hier aus der Sauna raus und gleich ins Wasser springen. Und die Sauna ist jeden Tag um 5 Uhr. Hammer. Und Kajaks gibt es ja auch zu mieten. Aber Alter, ich bin so fasziniert. Schaut euch das mal an. Mit Stein. Sieht man nicht, das ist aber ganz, ganz klein. Man sieht es hier, ist richtig niedrig. Das sind richtig traditionelle. Da hinten, ich schau mal, dass ich euch das auch zeigen kann. Wie die Sauna hier angeschürt wird. Ja, da sieht man's. Hier ist ein Ofen. Hier wird Holz geschürt. Und dadurch wird es da drin richtig heiß. Und wir sind einfach die Einzigen, die hier sind. In diesem ganzen Camp sind wir und 3 andere Leute noch, die hier arbeiten. Und es ist gerade alles leer. Und der Besitzer hat gesagt, letzte Woche waren noch 60 Leute da. Haben also wieder richtig, richtig Glück gehabt. Wie immer. Weil es dein Geburtstag ist, Jessie. Ja, hier gibt es heißes Wasser. Und heißes Wasser. Wow. Schaut mal, ich weiß nicht, ob man was sieht, aber so schaut es hier drin aus. Hier ist der Ofen. Und hier ist das kleine Haus. Ist aber noch nicht warm, wir müssen noch eine halbe Stündchen warten. Ah, Hammer. Ich bin so begeistert. Boah, schaut mal, jetzt ist es an. Ich weiß nicht, ob man sieht, und jetzt brennt es richtig raus. Vorne hat es nur geraucht und jetzt ist der Ofen richtig an. Jetzt brennt es richtig.